Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video geht es um Safe Browsing oder auch sicheres Surfen zu Deutsch. Und zwar habe ich einen kleinen Tipp für euch, der denke ich ganz nützlich ist. Es geht um die relativ neue Erweiterung, die von den Google-Entwicklern freigegeben wurde für den Chrome-Browser hier. Das Add-on heißt Suspicious Site Reporter. Wir können es einfach aus dem Chrome Web Store hier zack, mit zwei Klicks hinzufügen. Genau, und schon erscheint dieses Symbol hier oben rechts. Wenn wir jetzt irgendeine Webseite aufrufen, die der Google Bot bzw. der Webcrawler kennt, wird diese automatisch analysiert, und wenn Webseiten gefährlich, irreführend oder irgendwie böse sind, werden dann Listen oder gelistet, ja, werden Listen erstellt, kommt auf eine Blacklist. Wir werden natürlich auch gewarnt hier. Mit einem Klick auf dem Symbol hier können wir dann auch sehen. Hier haben wir beispielsweise eine Warnung. Hier können wir sehen, was hier verdächtig ist oder wird. Und genau, das Coole dabei ist auch, dass wir die Möglichkeit haben, hier verdächtige Seiten auch zu melden, ja, mit einem Klick hier, Send Report. Ja, das geht dann an den zuständigen Google-Team. Die Seite wird dann überprüft, und wenn die wirklich gefährlich ist, ja, wenn das nötig ist, dann kommt die auf die Blacklist, wird die gesetzt, so dass praktisch nicht nur die Chrome-User geschützt bzw. gewarnt werden können, sondern ja alle User internetweit. Also hier kann quasi jeder mitmachen, jeder helfen, um das ja Surfen ein bisschen sicherer zu machen. Genau, das war es im Prinzip auch schon alles. Ich hoffe, dass ich euch damit weiterhelfen könnte. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like und ein Abo freue ich mich natürlich auch. Und ja, in diesem Sinne, stay safe und bis zum nächsten Mal.